Lieben Dank nochmal für die Inputs, die wir bekommen haben, unterschiedlichster Natur, die aber natürlich alle sich um das gleiche Thema damit beschäftigt haben. Wie machen wir, und das habe ich so als Essenz jetzt aus den drei Beiträgen mitgenommen, wie machen wir Freiraum und dieses Verhältnis von Natur-Kultur in Stadt erfahrbar? Und ich würde meine erste Frage an Silvia González richten. Seid ihr für die Bürger Therapeuten, damit die sich trauen, wieder irgendwas anzupacken? Weiß ich nicht, ob Therapeuten. Manchmal bei einigen Telefonaten denke ich mir schon, dass ich wenn der eine Bürger eine halbe Stunde wegen dem einen Baum bei mir heult, weil der Nachbar den Innenhof nachverdichtet und gerade die Sägenketten da anlaufen, also da denke ich mir schon oft, dass ich wirklich Therapeutin bin. Auf jeden Fall hätte ich lieber gesagt, wir sind die Antreiber, die wachrütteln, die sagen, doch, es geht. Nicht so... lieber den, weil manchmal geht man so diese Rolle ein, ja, weil die da oben, die Politiker sollen es oder die da die Verantwortung haben in bestimmten Ämtern. Nein, wir sagen, du kannst das, ich kann das, wir können das gemeinsam und zeigen dann eben neue Wege, wie man das erreichen kann. Frau Kopp hat von Deutungshoheit gesprochen, die letzten Endes immer wieder zwischen gesellschaftlichen Gruppen verhandelt wird. Wer hat die Deutungshoheit? Es ist jetzt so ein Weg, sich diese Deutungshoheit zu erkämpfen oder sie katalysiert und therapiert anzuwenden an den öffentlichen Raum. Wie sonst kann ich eigentlich diese Deutungshoheit erlangen? Ja, es ist natürlich eine wichtige Form, die wiederzubekommen. Ich muss allerdings auch sagen, ich bin jetzt 25 Jahre mit diesen Themen beschäftigt und oft diese Interventionen im Mikromaßstab haben ja auch eine Feigenblattfunktion, also haben ja auch eine Entlastungsfunktion. Da kann man sagen, ja, so schlecht ist jetzt auch nicht, es gibt die Wanderbaumallee und immerhin haben wir eine besonders schöne Isar in München. Ja, und um die Ecke gibt es auch noch eine solidarische Landwirtschaft. Ich glaube, wir müssen langsam anfangen, die Deutungshoheit der anderen Seite nicht nur analytisch zu dekonstruieren, sondern wirklich auch mit unserer Wissenschaft über die Disziplinen hinweg offen zu legen, wo sie an ihr Ende kommt. Ich habe deswegen mit Lorenzetti angefangen, weil das Gute bei Lorenzetti ist, er hat beide Perspektiven. Und ich glaube, wir müssen anfangen, über die Dominanz dieser einen Deutungsperspektive in allen unseren gesellschaftlichen Bereichen zu reden. Und das ist die Effizienz. Mhm. Undine, du hast gesagt, wir brauchen dazu, ich knüpfe da an, unter dem Stichwort tiefe Zeit und tiefer Grund, vielleicht musst du das noch mal ein bisschen erläutern für die Zuhörer, anderes Wissen und andere Methoden, um im Grunde genommen das, was wir glauben zu erkennen, Cordula Kropp sagt, wir haben es schon längst erkannt, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Anthropozän und tun so, als ob wir es gerade erst wieder neu lernen, um diese Themen, die wir gerade diskutieren in Wissenschaft, aber auch in Praxis, neu zu dechiffrieren, also sie zu übersetzen dann auch eigentlich in neue, weiß ich, Handlungsempfehlungen. Kannst du das nochmal ein bisschen präzisieren, wie dieses andere Wissen, wie diese anderen Methoden zu einer neuen Erfahrbarkeit führen könnten? Von Natur. Das ist natürlich ein ganz schwieriger und großes Kapitel, aber ich glaube, dass wir zwei Sachen uns vergegenwärtigen müssen. Also es gibt ja, wir haben eine gewisse Logik, das ist jetzt gerade die Effizienzlogik genannt. Ich könnte mir auch vorstellen, man könnte sie auch die Finanzlogik nennen in gewisser Weise. Also es gibt ja auch einige, die sprechen nicht vom Anthropozän, sondern vom Kapitalozän oder so. Also das heißt, wir haben einfach im Moment eine sehr, unsere Form des Wirtschaftens ist in
also sehr prägend in allen Bereichen, bis in die Tiefe der Räume rein. Und wir haben das ja eben am Beispiel der Isar auch so ein Stückchen weit gesehen. Und ich glaube, das ist eine Dynamik, die auf jeden Fall läuft und wo, also auf die wir auch ein Auge richten müssen. Ich glaube, dass es aber trotzdem auch noch eine tiefere kulturelle Einschreibung gibt. Und da wäre ich nicht so ganz damit einverstanden, Anthropozän hat es immer schon gegeben. Also ich habe mich immer gefragt, warum haben wir zum Beispiel diesen Metabolismus so lange vergessen und warum wird er auch von Marx, das kommt dann ja auch immer, aber nur so stiefmütterlich behandelt. Und ich glaube, das ist aber noch unfertiges Denken meinerseits, das hat ganz, ganz viel natürlich mit dem Projekt der Moderne zu tun, weil das war ja das Versprechen, dass wir die Teilhabe für alle ermöglichen können und dass es im Grunde immer so weitergeht. Und die Teilhabe für alle ist auch nur zu ermöglichen, wenn es immer so weitergeht. Also wir haben ja im Grunde kein Modell für eine demokratische Teilhabe oder gleichen Zugang zu allen möglichen Ressourcen, was nicht immer nur darauf aus ist, dass es mehr werden könnte. Und ich glaube, da ist eine ganz, ganz große Sollbruchstelle drin und da werden wir auch Probleme bekommen. Und da, glaube ich, sind wir in einer anderen Problemsituation, als wir in der Romantik waren. Also da gab es auch eine ganze Menge Betroffenheit. Da haben wir diese Verlusterfahrung gemacht, dass wir naturrational angehen, dass wir nicht mehr eingebettet sind. Aber ich glaube, im Moment ist es einfach die Frage, wer, also auch eine Verteilungsfrage, also wer hat Zugang zu was? Und können wir diese Erzählung noch aufrechterhalten, dass im Grunde die Dinge unendlich verfügbar sind? Und das im Zusammenspiel mit dieser ökonomischen oder mit unserer Form des Wirtschaftens, glaube ich, ist auch historisch eine krasse Situation, die wir in dieser Form noch nicht hatten und wo nach hinten raus auch nicht ganz klar ist, wer die Leidtragenden da sein werden. Und letzter Satz dazu, ich glaube, und darum habe ich da auch so tief ausgeholt mit diesen Kategorien, ich glaube, dass das sehr früh anfängt, diese Art, dass wir uns da was abgespalten haben, also dass wir diese Trennung der Kategorien konstruiert haben und dass uns das auch ermöglicht hat, diese Aneignung überhaupt so zu betreiben. Und das ist auch nicht mit einmal rational zu verstehen, also durchdringend zu verstehen. Und wir hatten auch die Umweltbewegung in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also ich meine, wir wissen schon viel, aber diese ganz tiefe Prägung zusammen mit diesem Versprechen der Moderne, glaube ich, da sind wir im Moment gerade erst drin, das zu dechiffrieren. In diesem Dechiffrieren erkennen wir, dass es hochkomplexe Systeme sind, mit denen wir uns beschäftigen, auch auf unterschiedlichen Raumwahrnehmungsebenen, auf unterschiedlichen Repräsentationsebenen. Was mir vorhin ganz gut gefallen hat in Ihrem Grußwort, Frau Dr. Kratzer, war, dass Sie uns so ein ganz archaisches, simples Bild gegeben haben am Schluss von dem Objekt, Hyperobjekt des Baums. Und ich möchte es mal versimplifizieren und es gleichzeitig genauso komplex lassen, wie wir gerade von metabolistischen Systemen gesprochen haben. Kann es sein, dass man in dem Sinne von der Produktion auch ästhetisch wirksamer Räume, Frau Merck hat von empathisch empfundenen, gestalteten Räumen gesprochen, genau wieder zu diesen ganz simplen archaischen Topoi zurück muss? Ich frage mal die Soziologin. Unbedingt, unbedingt. Also ich denke, dass das ein wichtiger Ausgangspunkt ist. In der Süddeutschen vom Wochenende hat Wolfgang Haber, einer, der es schon länger weiß, uns daran erinnert, wie abhängig wir von Bäumen sind, also von grünen Pflanzen, die eben als einzige den für uns so wichtigen Sauerstoff herstellen und wir trotzdem keine Weise gefunden haben, um diese archaischen Entitäten und Kräfte eben darzustellen und einzubringen, und hat ja nochmal darauf hingewiesen. Zum Baum. Was kann ich dann noch ergänzen? Ja, das ist. Bäume haben eben wenig Lobby und deswegen stellen wir sie auf Räder und bringen sie in die Mitte der Gesellschaft, weil sie jetzt mehr denn je einen starken Lobby brauchen. Ja, für mich ja. Aber trotzdem glaube ich, dass das eine Macht hat. Also das ist auch völlig unbenommen. Und ich glaube auch diese einfachen
Dinge und Objekte sind extrem wichtig. Aber ich stelle mal so ein anderes Bild dagegen, was in Berlin, da hatten wir letzten Sommer, also jetzt nicht 2018, 2017, dieses ganz große Starkregenereignis und die Straßen waren in ganz kurzer Zeit überflutet und jemand ist den Kudamm runtergeschwommen. Und das muss man natürlich sich auch erstmal trauen, sich da in die Fluten zu stürzen. Aber ich glaube, also da ist sozusagen ein starkes Bild, man geht da rein und schwimmt. Also ohne den Schwimmer ist es immer dieses, die Kanäle stehen. Aber da war das sozusagen ein Bild, wo irgendwas passierte, was nicht passte. Und es war dieses Zusammenspiel von Kanalisation ist nicht mehr groß genug, die technischen Systeme nehmen, das ist ja auch so ein Versprechen. Das Versprechen, das funktioniert alles. Die nehmen das nicht mehr auf, das Wasser war da in der Wucht und dann gab es aber diese Brechung durch diesen Schwimmer. Und ich glaube, also es gibt so ein paar Bilder und letztendlich ist auch die Geschichte der Isar in bestimmten Teilen, finde ich, so ein Bild dieser Wucht auch. Also da ist diese natürliche Komponente mit drin, da ist eine technische Komponente mit drin, da ist die Art und Weise, wie wir sie nutzen, mit drin. Und ich glaube, also ich bin mehr auf der Suche nach solchen Bildern, die im Grunde, also diese Verschränktheit, diese Nichttrennbarkeit im Grunde auch aufzeigen. Und da wäre mir dann der Baum ein Stückchen weit zu sehr die reine Form. Nachdem die Zeit schon relativ fortgeschritten ist, würde ich gern die Möglichkeit eröffnen, dass aus dem Publikum Fragen kommen, denn Sie haben jetzt die ganze Zeit so brav hier zugehört, ruhig gesessen, und ich würde ganz gerne das Mikro ins Publikum geben, um Ihnen Fragen zu ermöglichen. Wo kommen die ersten Hände nach oben, um an die Referentinnen Fragen zu stellen? Trauen Sie sich? Herr Lachmund. Ja, vielleicht eine Frage. Was ich ganz interessant fand, war, alle drei Vorträge, jetzt die letzten drei, gingen ja darum, dass Grenzen verhandelt wurden. Einmal die zentrale Frage war die der ontologischen Grenzen zwischen dem Natürlichen und dem Kulturellen. Und dann im nächsten Aufsatz ging es eher um die Beitrag um die Grenzen zwischen verschiedenen Domänen der Definitionsmacht, wie die verhandelt werden. Und dann im letzten Beitrag, das war nicht so explizit, aber ich fand das sehr stark als ein Beitrag über die Entgrenzung dessen, was formale Administration, Politik, Governance oder wie immer man das nennen will und ja, Zivilgesellschaft, Civic Stewardship, so diese andere, mehr informelleren Aktivitäten ist. So ist eigentlich drei Grenzziehungen, die zusammen verhandelt werden und deren Zusammenspiel, glaube ich, mir politisch da sehr interessant ist. Aber dahinter scheint mir noch eine vierte Grenze zu sein, die etwas implizit geblieben ist. Und das ist, denke ich, die zwischen den verschiedenen Maßstabsebenen, auf denen Probleme artikuliert werden. Einerseits dann im letzten Beitrag oder auch mit der Isar sehr stark die lokale Grenze. Es geht sehr stark in diese Überlegung darum, das erfahrbar machen in konkreten, lokalen, auch sinnlich wahrnehmbaren Projekten, Beziehungen, der Care zu diesen Naturen herzustellen. Aber andererseits auch die enorme Globalität. Das ist ja auch der Unterschied zwischen Romantik und dem jetzigen Anthropozän-Diskurs, dass das Probleme sind, die zugleich auf einer Maßstabsebene ist, wo der ganze Planet das Thema ist. Und dieses Ineinanderspielen dieser globalen und der lokalen Ebene, was ja auch eine Grenze ist oder vielleicht auch nur verschiedene Stufen dazwischen, dass dieses Zusammenspiel mehr noch oder auch Teil dieser gesamtpolitischen Dynamik ist. Also da wäre meine Frage oder mein Kommentar. Ist das jetzt eine Kommentar. Frage? Ja, ich weiß nicht, ob es eine Frage ist, darüber zu kommentieren, was das in jedem dieser drei Beiträge bedeutet, aber dafür haben wir wahrscheinlich nicht genug Zeit. Macht natürlich gespannt auf Ihren Vortrag und Beitrag morgen. Ja, der greift das an. Wollte ich nur kurz loswerden, dass da noch Möglichkeiten gibt. Gibt es weitere Beiträge aus der Runde? Bitte, Frau Professor Dr. Schlössl. Also eine ganz banale Frage, ich traue sie mir kaum stellen, aber
Ich denke, das ist kompetente Wissen. Wie ist es denn möglich, dass man den modernen Menschen die Liebe und die Achtung vor der Natur wieder nahe bringt? Wenn ich als Bürger oft spazieren gehe, sehe ich durchaus Grünflächen in meiner Heimatstadt und Radlspuren quer durch, ohne dass man überlegt, über was fahre ich, was verdichte ich. Gibt es da Möglichkeiten, die Werte wieder ins Leben zu rufen? Ich habe eine Antwort, die, wo ich nicht weiß, ob man die in der Uni gut geben kann. Aber es gibt ja viel Diskussion darum, dass letztendlich auch unsere Wissenschaften affektstärker werden müssten. Also dass wir sämtliche affektiven Zugänge zu den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, eigentlich ausgeblendet haben. Und dass das auch wiederum Teil eines Problems ist, unseres Wissenssystems vielleicht, dass es so neutralisiert und bereinigt ist. Also ich glaube, auch das geht wieder relativ tief in die Wurzeln und hat auch eine lange Geschichte, dass wir uns so konditioniert haben, also dass wir so ein Wissenschaftssystem aufgebaut haben, was diese Ausblendung in der Art und Weise ermöglicht. Und es ist ja eine ganz große Debatte, aber auch in der Planung ja eine Debatte, also wie wir Emotionalität, Gefühle für Räume mit unserem Raum empfinden, auch verbinden, wie wir das erfassen können, wie man das auch vermitteln kann. Also dass das einfach wieder auch nicht so ein ausgeblendetes, weggeschobenes Thema ist. Also wir versuchen es eben mit niedrigschwelligen Projekten, zum Beispiel, man kann bei uns einige 2 Quadratmeter große Gartenparzelle, das ist ja wirklich mini, für ein Jahr übernehmen, und da machen die Bürger erste Erfahrungen, sind dann mit der Erde, mit der Pflanze in Kontakt, und dann trauen sie sich vielleicht später selber noch eben einen größeren Garten zu bewirtschaften und eben einen Wanderbaum ziehen. Das gibt auch so Hand an die Natur, und mit solchen kleinen Aktionen versuchen wir das wieder zu wecken. Jetzt gab es eine Frage von Ignacio Farias, und dann gehen wir gleich nochmal weiter. Also erstmal vielen Dank nochmal für 3 großartige Vorträge. Ich habe sehr viel gelernt heute, und also besser konnten wir uns, glaube ich, nicht vorstellen, wie diesen Abend ablaufen sollte. Es war echt toll, euch zuzuhören, das gesagt. Dann, wir haben sehr viel über Natur und Kulturen geredet, über die Verschränkung von diesen Kategorien, auch von Urbanität und so weiter. Wenn ich auf diesem Titel nochmal schaue, was ich vielleicht noch mehr von Ihnen hören wollte, mochte, ist, was machen wir mit dem Begriff des Entwerfens? Also ich glaube natürlich, in alle diese Praktiken, die heute diskutiert worden sind, sind Momente des Entwerfens mit dabei. Also in kleinen Aktionen, die vielleicht nur für einen Tag einen Platz bespielen, sowie für große Aktionen wie die Renaturierung des Isars, geht es um das Entwerfen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, glaube ich, ist, wie gehen wir in der Planung, in der Freiraumplanung und so weiter, mit den Beziehungen zwischen Wissensgenerierung und Entwerfen. Gerade in Zeiten, weil Anthropozän heißt nicht nur Klimawandel und wir wissen, was es kommt. Es heißt, wir wissen es nicht. Also der Punkt ist, das sind dynamische Prozesse, die sehr ungewiss sind. Und wir wissen nicht, was für sozusagen Beschleunigungsprozesse in unseren ökologischen Systemen in den nächsten Jahren so noch dazukommen. Und dann die Frage ist, wie können wir für das Ungewisse entwerfen, in gewisser Weise? Und wie gehen wir mit den Beziehungen zwischen Wissensgenerierung und Entwerfen um? Wissen, vielleicht geht es nicht, es ist nicht so wie den, nicht mehr diesem klassischen Modell, wo man Wissen sammelt, ganz viel Wissen sammelt, über soziale Praktiken, über dieses und jenes, und dann so eine Lösung kommt. Irgendwie müssen wir das umkehren. Und da würde ich gerne wissen von Ihnen allen, also wie Sie das sehen, vielleicht insbesondere von Ihnen, Frau Giesecke. Ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Ich möchte vielleicht mit 2 Facetten antworten. Das eine ist, dass
Es gab einen Begriff in einer Ausstellung, auch wieder im Haus der Kulturen der Welt, und da merken Sie schon, das ist eine außeruniversitäre Einrichtung, die aber unsere Diskurse in der Stadt tatsächlich ganz schön befruchtet, gerade weil sie die Brücke in den künstlerischen Bereich oder in ganz andere Akteursgruppen auch noch sucht. Und es gab eine Ausstellung, die hieß Nervöse Systeme und hat gezeigt, wie viele Komponenten letztendlich reinspielen in bestimmte Lebensbedingungen, sage ich mal, aber auch in Räume und was wir letztendlich alles wahrnehmen müssen. Und es ist in diesem Zusammenhang, und Katrin Wieck, die auch hier im Raum ist, wird nicht müde, das bei uns im Institut auch immer wieder zu sagen, es geht um sowas wie Verdauungsarbeit. Also man muss irre komplexe Dinge zusammenbringen und muss versuchen, die zu verdauen. Und ich glaube, das ist ein bisschen was anderes als synthetisieren, was wir im Entwerfen ganz oft sagen. Also das ist nicht einfach nur dieses Verstehen und dann zusammenbringen und dann hat man es, sondern das ist eine Verdauungsarbeit, die dann auch eben also aus dem Raum heraus, das ist auch diese Frage ganz stark, wirklich die Situation des Raumes zu verstehen, versucht eine Antwort zu generieren und die schon in Form zu geben. Also ich meine, das ist nun mal unser Job, Räume zu gestalten und ihnen Form zu geben. Ob das revidierbar sein muss, ob das anpassungsfähig sein muss, also wie elastisch diese Räume sind in bestimmter Weise oder wie neutral sie sind. Ich finde, da sind wir noch nicht am Ende von der Diskussion. Das haben wir auch, führen wir auch vielleicht ein bisschen zu wenig offensiv, die Diskussion. Also wir hatten ja auch schon mal den Punkt, dass wir gesagt haben, wenn wir nicht genau wissen, wie wir sie nutzen, die Räume, dann versuchen wir sie, und das ist auch im Grunde eine Idee des öffentlichen Raumes lange gewesen, ihn so neutral wie möglich zu gestalten, nach ganz wenigen Prinzipien. Und jetzt, du hast es auch angesprochen, wir haben eher diese Frage, ein Raum muss viele Zwecke erfüllen. Ist er multikodiert? Wann ist er überkodiert? Das ist auch eine Diskussion, die wir sehr viel mit den Studenten führen. Die sagen, das stößt manchmal vielleicht auch an Grenzen. Und wie können wir es vielleicht wieder entschlacken? Und ich glaube, da geht es einfach auch nochmal darum, sich Räume, die nach diesen Prinzipien auch Multikodierung gestaltet worden sind, anzugucken. Funktionieren die? Also, und als ich studiert habe, haben wir gelernt, eigentlich ändert sich Nutzung von Räumen. Wir nutzen Parks auch anders, wir nutzen Spielplätze anders. Wir müssen uns sowieso damit beschäftigen, dass die alle 20 bis 30 Jahre umgeplant werden. Sie hatten ja auch ein paar Beispiele, die nicht ständig da sind. Das hat sich aber in der Wahrheit nicht, also in der Realität nicht wirklich als Wahrheit dargestellt. Ja, das dauert lange, bis wir manchmal die Programme haben und die Gelder haben. Es hat auch nicht immer Priorität. Also mir scheint das nicht wirklich so eine Lösung zu sein, immer zu sagen, wir bauen dann permanent um. Also das heißt, der muss möglichst viel können. So ein Raum muss tatsächlich eine Kompetenz haben, aber er darf nicht überprogrammiert werden. Und mal ganz, was wir noch gar nicht diskutiert haben, wenn wir dann sagen, Natur hat auch Agency, also die gestaltet da auch mit, Isa, ja, dieses, das gehört auch mit dazu, das müssen wir mit einbauen. Das glaube ich, da kommt einfach mehr Wissen in nächster Zeit noch zustande. Gut, ich komme ja nicht aus der Wissenschaft, dann kann ich da so nicht so schlaue Antworten geben. Aber ich hätte schon gedacht in Richtung Multifunktionalität. Mir fällt dieses Beispiel aus, glaube ich, es ist Kopenhagen, wo ein Spielplatz so gebaut wurde, dass es für Überschwemmungen auch als Art Retentionsbecken fungiert. Also mein Gedanke wäre nicht nur multifunktionell für den Menschen, sondern eben für das Klima und die Natur. So in die Richtung hätte ich dann vorgeschlagen. Ist ja auch ein Fachgebiet. Ich kann als interessierte Laien was dazu sagen. Und das mache ich, indem ich eine Erfahrung schildere. Ich war in einem Bauherrengremium vor einem Jahr. Da ging es um die Gestaltung eines zentralen Platzes in einer doch relativ großen Gemeinde, also knapp 100.000, und die Beteiligten hatten sich gewünscht, für die Gestaltung von den Konsortialanträgen, die immer aus Landschaftsarchitekten und eben auch einem Bauungsarchitekt standen, nicht das übliche merkantile Rendering zu bekommen. Also genau das, was wir heute natürlich auch mal gesehen haben. Die Frau im Bleistiftrock auf dem eleganten, eingegradigten Auslauf. Und wie ist es ausgegangen? Wir haben kein einziges Bild gesehen, das nicht so ausgesehen hätte. Ich würde da gerne selber noch was kurz dazu kommentieren. Ich fühle mich angesprochen als Gestalterin.
dass wir zum einen natürlich gebeten werden, Bilder zu erzeugen als Landschaftsarchitektinnen, die Bevölkerung mit einer bestimmten Empathie erfüllen, damit Projekte getragen sind. Wir machen mit jeder Planung eigentlich ein Versprechen. Planen ist etwas Versprechen. Wir wissen immer, dass wir unsere Versprechen nur bedingt einhalten können. Ganz bedenklich wird es, wenn das Rendering hinterher aussieht wie das gebaute Objekt oder umgekehrt. Wenn dann der Bleistiftrock auftaucht und man nicht mehr weiß in den Magazinen, ist das jetzt ein Foto oder ist es so gebaut? Also die Ansprüche an die Gestalter sind hoch und ich bin zu höchst beunruhigt über das, was wir unter Multikodierung gelernt haben in der Vergangenheit, nämlich diesen Anspruch, dass alles gleichzeitig auch noch etwas anderes leisten kann. In der Debatte von Nachverdichtung von Stadt, und ich spreche jetzt explizit nur von dichter Stadt und immer noch dichter werdender Stadt, als Landschaftsarchitekten und Gestalter versprechen zu sollen, dass mein Platz sowohl Ökologie erfüllt, als auch Freizeit nach Wünsche, als auch Retentionsraum, als auch hochintelligenter, hypermetabolistischer Erfüllungsgehilfe einer Stadtutopie, die einfach im Grunde genommen im Moment nur eine Gewinnmaximierung sieht. Also da sind wir wieder an diesem Thema. Und ich glaube, dass wir hier uns öffnen müssen dafür, dass vielleicht Orte nicht mehr alles können müssen, aber dafür vielleicht richtig gut ökologisch funktionieren. Mir wäre das schon viel lieber, als wenn ein Raum mal wieder verspricht, alles zu können und dann eigentlich nur noch bloß darlegt. Das ist nicht einer Reökologisierung von Stadt das Wort geredet, sondern vielleicht einer bescheidenen Begrenzung auf das, was gut erkannte Metabolismen zu leisten imstande sind. Das wäre so mein Kommentar. Aber da kommt schon der Ferdinand Ludwig, der bestimmt was dazu sagen kann. Also ich versuche auch eine Antwort auf diese Offenheit mit Zukunft und so weiter, dass wir jetzt auch nicht wissen, selbst wenn wir von Klimawandel reden, wie es denn ausgeht. Und jetzt ist so ein bisschen eine Gastperspektive aus der Architektur heraus. Und ich glaube, da muss die Lehre und das Versprechen, also die Haltung grundsätzlich umgeschaltet werden, weil man noch immer versucht, finale Antworten zu geben. Das ist einfach dieser Objektgedanke, der einfach da drin steht. Das ist auch diese, also das ist ja die perfekte Küche und diese ganzen Dinge, die sozusagen alles, da sind wir auch wieder bei diesem Optimierungsgedanken. Das ist eigentlich gescheitert, muss man mal einfach so konstatieren, es funktioniert ja nie. Ja? Und ich glaube, dass die Landschaftsarchitektur, weil sie von jeher mit diesem lebenden Objekt Pflanze und der Dynamik einer Entwicklung umzugehen weiß und weil man, wenn man einen Baum pflanzt, eigentlich hauptsächlich eine Hoffnung hat, dass irgendwie in 100 Jahren auch noch Klimabedingungen herrschen, die ihn wachsen lassen, eigentlich da ein unglaubliches Pfund hat, was man aber, glaube ich, noch sehr, sehr viel stärker heben muss, nämlich das ist dieses Entwerfen von Prozessen, was erstmal unglaublich abstrakt ist und irgendwie müssen wir es schaffen, diesen Wert von Gestaltung in dieses Abstraktum Prozessgestaltung, irgendwie, also das ästhetische Gestalten in dieses Prozessgestalten hereinzubekommen. Und das ist, glaube ich, unglaublich schwierig, also da gibt es auch keine Antwort. Also bei mir ist es immerhin so, dass keiner besteht, wenn er nicht irgendeine Abbildung von Zeit und Prozess zeigt, sonst geht es nicht mehr. Ja? Und da müssen wir, glaube ich, einfach weiter bohren, um auch diese Offenheit an die Zukunft weiter heranzutragen. Ist jetzt noch eine Wortmeldung, Martin? Magst du dir das Mikro einfach holen? Selbstbedienung. Es ist ja nicht so, dass die Landschaftsarchitektur mit dem Ungewissen nicht schon lange kämpft. Also es hat ein Architekt eigentlich gut angefangen, Rem Koolhaas 82 für La Villette, das Ungewisse zu planen. Und es hat viel mit Ästhetik zu tun. Also wir scheitern da eigentlich oft an den Ästhetikvorstellungen der Kunden oder der Gesellschaft. Und deswegen möchte ich noch einmal auf das Thema Ästhetik zurückzukommen. Ich fand das so spannend, dass Frau Merck sich so eine private Forschungsaufgabe gestellt hat. Ich würde Sie gerne fragen, Frau Merck, ob Sie heute was gelernt haben aus den Vorträgen für Ihr privates Forschungsprojekt zum Thema Ästhetik. Ich lerne immer was. Ich würde das gern ergänzen, dass man, glaube ich, genau in diesen Positionen,
wie sie von zum Beispiel von Frau Merck eingenommen werden, vor die Situation gestellt wird, in der Verfasstheit, wie wir gesellschaftlich in Städten aufgestellt sind, Entscheidungen zu fällen. Und zwar Entscheidungen über Vorlagen, die einfach vorausgedacht sind. Und die genau das, was wir jetzt gerade versuchen zu negieren, nämlich wir wollen jetzt keine Bilder mehr erzeugen, wir wollen jetzt nur noch einen Prozess gestalten, dass das im Moment, nein, ich polemisiere das ein bisschen, dass das im Moment der Planungspraxis und auch der juristischen Seite von Planung überhaupt nicht entspricht. Wir haben zwar Modelle, in denen Rahmenplanungen möglich sind, Masterplanungen, die dieses Offene in den Verfahren noch möglich machen, aber im Planungsalltag, in einem Büro, werden nach wie vor, und das ist natürlich das, was mich als praktizierend und lehrend bekümmert, nach wie vor gut gemachte, fertige Bilder abverlangt. Und das ist noch ein langer, langer Weg, bis sich Gesellschaft, Stadtgesellschaft, glaube ich, damit anfreundet, dass auch etwas in dem Unfertigen eine Ästhetik stecken kann. Und dass es noch Spielräume hat, die von euch weitergedacht werden können oder dergleichen. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne vorschlagen, dass wir Gespräche zu diesem Thema bei einem Drink draußen im Vorraum miteinander teilen. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken bei unseren Referentinnen, bei unseren Auftraggeberinnen, bei der Stadt München und ihren unterschiedlichen Referaten, die uns unterstützen. Ich möchte aber auch nicht versäumen, mich bei all den Helfern schon mal für heute zu bedanken, den Lehrstuhlmitgliedern, den Hiwinen und Mitarbeiterinnen, die das, glaube ich, wirklich prima vorbereitet haben. Ich hoffe, sie haben sich wohlgefühlt und fühlen sich noch wohl. Heute Abend, morgen früh um 9 geht es weiter. Ein interessanter Vortrag, der von einem Herrn Farias und einer Frau Keller gehalten werden. Vielleicht sind sie schon wach und haben Lust zu kommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus